Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Veranstaltung im neuen Jahr 2022. Heute nicht wie im gewohnten Format, sondern online. Ich bin Iris Deetsch von der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Die Bürgerrechtsakademie wurde 2018 von der Volkshochschule Leipzig gegründet, mit dem Ziel, das Grundgesetz in den Blick zu rücken und zu zeigen, dass es nicht, wie wir vielleicht oft denken, veraltet ist und schwer verständlich. Hier wird das Grundgesetz in den Alltag übertragen und mit aktuellen Themen verbunden. Heute geht es bei uns um Bürgerräte. Die demokratische Beteiligung ist im Grundgesetz Artikel 29.6 festgehalten. Dort gibt es neben dem Volksentscheid und der Volksbefragung auch das Beteiligungskonzept der Bürgerräte. Anlass für das Thema Bürgerräte ist, dass es Anfang dieses Jahres in Leipzig ein Bürgerrat zum Freiheits- und Einheitsdenkmal geben wird. Initiiert wird dieser von der Stiftung Friedliche Revolution. 2019 fand in Leipzig sogar der erste Bürgerrat der Bundesrepublik statt. Das war der sogenannte Bürgerrat Demokratie und der sollte Empfehlungen zur Stärkung der Demokratie erarbeiten. Aber um was es bei dem jetzigen Bürgerrat in Leipzig geht, was genau ein Bürgerrat ist und wie er funktioniert und welche Chancen und Herausforderungen damit verbunden sind, erzählen uns unsere Gäste, die wir heute zur Bürgerrechtsakademie eingeladen haben. Und hiermit übergebe ich an die MDR-Journalistin Anja Neubert, die heute für uns moderieren wird. Ich begrüße ganz herzlich heute Ralf-Uwe Beck. Einige kennen ihn als Theologen, als Sprecher der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands. Andere kennen ihn als Bürgerbewegten, als DDR-Bürgerrechtler, als Bundesverdienstkreuzträger, als Sprecher des Bundesverbandes und auch des Landesverbandes Thüringens, des Vereins Mehr Demokratie. Und in dieser Funktion ist er heute bei uns und in dieser Funktion möchte ich auch natürlich die erste Frage an Sie stellen. Nämlich möchte ich Sie bitten, zu erklären, was denn Bürgerräte sind, wie die funktionieren und wie sie aufgebaut sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir hier miteinander sprechen. Wenn man sich das Haus der Demokratie vorstellt, dann denken wir uns drei Säulen, nämlich zum einen die Wahlen, wo wir Repräsentanten auswählen und Repräsentantinnen, die Dinge für uns regeln, im guten Sinne hoffentlich. Dann die direkte Demokratie, wo wir als Bürgerinnen und Bürger beanspruchen, selbst über etwas zu entscheiden. Und die dritte Säule ist die Bürgerbeteiligung. Und die Bürgerbeteiligung, die gehört ins Vorfeld politischer Entscheidungen. Also die Menschen wollen informiert sein, wollen sich ungefragt einmischen, wollen aber eben auch Formate vorfinden, ja, in die sie hineinschlüpfen können, wo sie sich äußern können und wo sie sicher sein können, dass das vor den politischen Entscheidungen gehört wird und in die Abwägung, bevor man entscheidet, ob das dann die Repräsentanten sind, die Gremien, die Gewählten sind oder ob das bei Bürgerentscheiden oder Volksentscheiden der Fall ist, aber jedenfalls, dass im Vorfeld solcher Entscheidungen die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Ideen vorzubringen, ihre Kritik anzubringen, Anregungen auf den Tisch zu legen. Das ist das Feld der Bürgerbeteiligung und in dieses Feld gehören auch die Bürgerräte. Sie sind, wie der Name sagt, ein Ratschlag vor politischen Entscheidungen, in der Regel für die, die wir gewählt haben, ja, die auf diese Weise die Meinung von Bürgerinnen und Bürgern einholen. Und Ihr Verein begleitet ja Bürgerräte. Vielleicht, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht können Sie erläutern, wie Bürgerräte zustande kommen und was es bedarf für einen gut funktionierenden Bürgerrat. Also unser Verein Mehr Demokratie, wir setzen uns ein für Reformen des Wahlrechts, für eine bessere direkte Demokratie, die auch wirklich nutzbar ist von den Bürgerinnen und Bürgern und auch dafür, dass die Bürgerbeteiligung ausgebaut wird, dass sie kreativer angegangen wird, aber auch dafür, dass das, was über die Bürgerbeteiligung von den Bürgerinnen und Bürgern geäußert wird, dass das von der Politik auch ernst genommen wird. Die Bürgerräte sind ein exzellentes Mittel der Bürgerbeteiligung und zwar deshalb, weil bei den Bürgerräten die Menschen ausgelost werden aus einer bestimmten Gruppe, etwa aus der Bevölkerung einer Stadt, wenn es um kommunale Belange geht, oder wenn wir einen Bürgerrat auf Bundesebene haben, dann eben aus der gesamten bundesrepublikanischen Bevölkerung. Und es wird eigentlich so lange ausgelost, bis ein Querschnitt der Bevölkerung zusammen ist. Also bis in einem ein Bürgerrat soll
abbilden. Das Geschlechterverhältnis, das wir vorfinden, also hälftig Männer und Frauen oder auch diverse Persönlichkeiten. Mhm. Es sollen alle Bildungsgrade vertreten sein, möglichst so wie in der Bevölkerung. Alle Altersgruppen, alle Regionen sollten vertreten sein und auch der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund, wie wir ihn in der Gesellschaft haben, sollte man in einem Bürgerrat vorfinden. Und das, was ein Bürgerrat dann bespricht und zu welchen Lösungen er kommt, kann denen, die dann zu entscheiden haben, großen Mut machen. Und sie können ablesen, wie die gesamte Bevölkerung über ein Problem denken würde oder welche Lösungen die gesamte Bevölkerung favorisieren würde. Also der Bürgerrat hat den Anspruch, weitestgehend repräsentativ zu sein für die gesamte Bevölkerung. Er darf allerdings nicht mit der gesamten Bevölkerung verwechselt werden. Es sitzt dort eine ausgeloste Gruppe da, die stellvertretend für andere überlegt und Dinge notieren lässt. Und die durchaus manchmal einen frischen Blick auf die Probleme hat, denke ich mir. Aber Ja, die große Chance bei einem Bürgerrat ist, dass auch Menschen eingeladen werden und auch in einem Bürgerrat dann vertreten sind, die sich sonst schwer von dem eigenen Sofa aufmachen, wo es schwer ist, die zu motivieren. Es gibt eine ganze Menge von Studien, die immer wieder nachweisen, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die sich eben, egal worum es geht, aber weniger beteiligen. Ja, also in der Regel bildungsfernere Schichten, einkommensschwächere Menschen. Und in einem Bürgerrat hat man die aber mit dabei und es gibt die große Chance, diese Menschen alle miteinander ins Gespräch zu bringen, was sonst in der Gesellschaft auch einigermaßen schwierig ist. Aber wie werden denn die Teilnehmer der Bürgerräte ermächtigt, zu sprechen, wenn sie jetzt vielleicht gerade eher schweigsame Menschen sind? Nun, ein Bürgerrat lebt davon, das macht seine Qualität auch aus. Zum einen, dass eben das Spektrum der Gesellschaft dort abgebildet ist. Also wir haben es mit einer Mini-Gesellschaft sozusagen zu tun. Mhm. Und es gehört unabdingbar zu einem Bürgerrat, dass zu dem jeweiligen Thema, um das es geht, zu der Fragestellung, Expertinnen und Experten eingeladen werden, aber nicht die in eine Richtung nur denken und Vorschläge machen, sondern möglichst ein breites Spektrum den gelosten Bürgerrätinnen und Bürgerräten präsentiert werden. Und dann gehört unabdingbar zu einem Bürgerrat, dass dieser professionell moderiert wird. Und der Moderation obliegt es und das muss sie leisten, sonst ist es kein Bürgerrat mit guter Qualität. Die Moderation muss es leisten, dass alle in diesem Bürgerrat gehört werden, dass alle zu Wort kommen, dass alle ernst genommen und wertgeschätzt werden. Und da darf ich Ihnen sagen, die Erfahrungen, die wir da bisher gemacht haben, wir haben ja von Mehr Demokratie aus selber 3 Bürgerräte initiiert, organisiert, zum Teil auch finanziert auf Bundesebene. Und die Begeisterung bei den Menschen, die dort teilgenommen haben, die trifft genau in das, was ich gerade gesagt habe, nämlich die sagen dann, wow, ich bin seit Jahren immer nur in meiner Blase unterwegs, jetzt habe ich Menschen getroffen, den hätte ich nie auf der Straße, hätte ich die nie angesprochen, ich wäre nie mit denen ins Gespräch gekommen und ich hatte zum ersten Mal seit Jahren das Gefühl, das, was ich sage, hat Gewicht, wird aufgenommen und spielt bei den Entscheidungen, die dann auf demokratische Weise in dem Bürgerrat gefällt werden, auch eine Rolle. Alle, die von Bürgerräten sprechen und was man liest, das ist alles euphorisch und es klingt so, als hätten die das Potenzial, Brüche zu kitten in der Gesellschaft, als hätten die das Potenzial, Politikverdrossenheit ein bisschen zu kurieren, ein bisschen zu beheben. Können die das oder gibt es auch Grenzen? Ich bin da eher zurückhaltend und ich nehme aber wahr, was Sie ansprechen, nämlich, dass es diese Euphorie gibt, egal auf welcher politischen Ebene, ob in der Kommune, auf Landesebene, Bundesebene, Europaebene, egal welches Problem plötzlich auftaucht, sofort mittlerweile seit ungefähr 1-2 Jahren gibt es auch immer jemanden, der nach einem Bürgerrat schreit und meint, dass wenn der dann stattfindet, seien die Dinge gelöst. Ein Bürgerrat kann die Vision malen, wozu eine Bevölkerung in der Lage wäre, mit welchen Themen sie sich beschäftigen könnte und zu welchen Lösungen sie findet und was sie bereit ist mitzutragen. Ein Bürgerrat kann diese Vision malen, aber wir dürfen nicht verwechseln, dass in dem Bürgerrat Menschen sind, die ausgelost sind aus der Bevölkerung, aber es ist noch nicht die Bevölkerung selbst. Also das Ergebnis eines Bürgerrates wäre
ein Bürgergutachten, so würde man es dann nennen, das dann denen, die zu entscheiden haben, übergeben wird als Material. Aber mit dem Bürgergutachten stellt sich doch noch die Aufgabe, Bürgerbeteiligung weiterzudenken und das ausstrahlen zu lassen in die gesamte Bevölkerung. Es ist in einer kleinen Kommune recht einfach, weil sollte da, ich nehme jetzt mal so eine mittelgroße Stadt von 20.000 Einwohnern und wo es vielleicht noch die Lokalpresse gibt, die die Dinge auch veröffentlicht, die da passieren, dann würde man natürlich mitkriegen, hier gibt es einen Bürgerrat, man würde Einzelne, die da ausgelost sind, auch kennen, man würde mit denen reden können, die würden sich präsentieren. In größeren Städten, auf Landesebene, Bundesebene ist das schon schwieriger, also dass die ganze Bevölkerung mitgeht und sagt, das ist unser Bürgerrat, das sind Menschen aus unseren Reihen ausgelost und die lösen jetzt eine Aufgabe für uns alle. Und deshalb sage ich, da steckt noch die Aufgabe drin, das, was der Bürgerrat macht, in die Bevölkerung zu vermitteln. Ich würde sehr gerne nochmal zu den einzelnen Mitgliedern, zu den gelosten Mitgliedern kommen und zur Zusammensetzung dieser Bürgerräte und nochmal zu dem Thema, dass die ja ausgelost werden, dass es ein Querschnitt ist. Das heißt, wir haben die Stillen, wir haben die Vielsprecher und wir haben aber auch Leute, die von den extremen Rändern der Gesellschaft möglicherweise kommen. Wie geht man denn dann mit diesen Menschen um? Wird es gelenkt? Wird es gesteuert? Gibt es Grenzen? Na, ich denke, für jedes Gespräch, in das man eintritt, müsste definiert werden, nach welchen Regeln dieses Gespräch stattfindet. Und das gilt auch für Bürgerräte. In der Regel hängt dann ein Schild an der Wand, wo drauf steht, auf welche Regeln hat man sich verständigt und woran mag man sich jetzt halten. Also, dass man fair redet, dass man niemanden ins Wort fällt, dass man das der Moderation überlässt beispielsweise, dass es natürlich Grenzen gibt, wo die Menschenwürde berührt ist, wo man Menschen verletzt, ja, dass das nicht zugelassen wird. Da müssen einfach rote Linien existieren, denke ich, und das obliegt der Moderation dafür zu sorgen, dass das auch eingehalten wird. Also da mache ich mir bei einem Bürgerrat, den man professionell angeht, mache ich mir da weniger Sorgen. Nun haben diese Entscheidungen ja eher beratenden Charakter von den Bürgerräten, was natürlich zu Enttäuschungen führen kann, aber es gibt auch Instrumente in der Demokratie, die eigentlich wie einen Booster wirken könnten für diese Entscheidungen und für diese Bürgerermächtigung, die da gerade stattgefunden hat. Welche wären denn das oder sehen Sie das überhaupt? Gibt es die? Ich finde erstmal die Unterscheidung ganz, ganz wichtig. Und man muss auch den Anspruch klären, wenn ein Bürgerrat veranstaltet wird, dass das, was bei dem Bürgerrat rauskommt, noch nicht die Entscheidung ist. Sondern es ist wirklich ein Ratschlag, es ist Material für die, die zu entscheiden haben. Und die sind natürlich gut beraten, das, was die Ausgelosten dann ausarbeiten, auch ernst zu nehmen. Und das können sie auch, weil der Anspruch eben besteht, das ist ein repräsentativ zusammengesetztes Gremium. Aber es ist eben nicht zu verwechseln damit, dass eben schon etwas entschieden ist. Das wäre dann durch die Gewählten zu leisten oder durch Bürgerentscheid oder Volksentscheid. Was würden Sie sich denn hierzulande mehr wünschen? Oder welchen Bürgerrat würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie könnten und dürften? Ich würde mir eine sehr viel offenere Diskussion wünschen, wie es um unser Wahlrecht bestellt ist. Also welches Gewicht haben tatsächlich unsere Stimmen, wenn wir zu einer Wahl gehen? Welche Rolle spielen da die Parteien? Kann man das durchlässiger gestalten? Wir machen Erfahrungen auf kommunaler Ebene zum Kumulieren, Panaschieren. Lässt sich das nicht auf Landesebene übertragen, vielleicht sogar auf Bundesebene, dass wir mehr Einfluss haben darauf, wie unsere Parlamente personell zusammengesetzt sind? Also das wäre ein Wunsch. Da wünschte ich mir einfach eine größere Offenheit, auch von Seiten der Parteien und der Politik. Dann wünsche ich mir natürlich einen Ausbau der direkten Demokratie. Wir sind in Sachsen und ich habe mit Freude den Koalitionsvertrag zur Kenntnis genommen. Da gibt es Vorhaben. Die könnten spektakulär sein für ganz Deutschland. Da gibt es die Idee des Volkseinwandes, nämlich die Möglichkeit, über einen Volksentscheid politische Entscheidungen, beschlossene Gesetze zurückzuholen und zu korrigieren. Das wäre bahnbrechend. Da könnte endlich vom Osten aus wieder Verfassungsgeschichte geschrieben werden, beispielhaft für ganz Deutschland. Und natürlich müssen in Sachsen die Volksbegehren reformiert werden. Sachsen ist das Land mit der höchsten Unterschriftenhürde in ganz Deutschland. Das ist peinlich.
und frustrierend. Aber im Koalitionsvertrag ist das Vorhaben definiert. Es gibt eine Kommission im Sächsischen Landtag, die sich damit befasst. Mhm. Da sind wir auch angeschlossen und versuchen, mit den Parteien ins Gespräch zu kommen. Das ist für mich erstmal der Kern, womit man sich beschäftigen sollte, um Demokratie zu entwickeln. Und bei der Bürgerbeteiligung, ich habe gar nicht so den Wunsch und schreie nicht immerzu nach irgendeinem Bürgerrat. Ich wünschte mir sogar, dass wir das Klavier der Bürgerbeteiligung etwas breiter bespielen als momentan hauen wir immer auf der Taste Bürgerrat rum. Aber das geht ja noch, da gibt es ja eine größere Vielfalt. Und dass wir da rangehen, in Kommunen beispielsweise, mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Das wäre zum Beispiel ein Thema für einen Bürgerrat. Eine Beteiligungssatzung schreiben. Wie wollen wir die nächsten 10 Jahre die Dinge gemeinsam lösen? Was braucht es an Transparenz und an Mitbestimmungsrechten? Wie kann man das ausgestalten? Wie kann man daran feilen? Das fände ich unglaublich spannend. Herr Beck, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke, dass Sie nach Leipzig gekommen sind. Und bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen. Und ich freue mich, dass ich hier in der Volkshochschule ein solches Gespräch erleben darf über unsere Demokratie, über Bürgerbeteiligung, über das, was zu tun ist, finde ich klasse. Auch das finde ich ein Modell für andere Volkshochschulen, andere Städte, andere Länder, werde ich mitnehmen. Vielen Dank. So, guten Abend. Es freut mich außerordentlich, Vicky Feldhaus begrüßen zu können. 1977 geboren, stammt sie aus dem Erzgebirge wie so viele Leipziger und Leipzigerinnen. Sie ist eine Grünen-Politikerin und erfahrene Sozialmanagerin und seit mehr als einem Jahr ist sie Bürgermeisterin der Stadt Leipzig für Jugend, Schule und Demokratie. Ihre Aufgabe, Frau Feldhaus, ist es, demokratische Prozesse zu stärken. Sie sind angetreten mit dem Versprechen, die politische Beteiligung aller Akteure voranzubringen. Welche Wegmarken möchten Sie denn im Bereich Demokratie setzen? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und danke für die Begrüßung. Die Wegmarken, die ich gerne setzen möchte, die kann ich gerne darstellen. Wir haben ja den politischen Auftrag gehabt, das Referat für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gründen. Das ist im letzten Jahr auch gelungen und im Februar werde ich da auch eine Referatsleitung haben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Die Schwerpunkte, die wir dort setzen werden, da geht es vor allem darum, dass wir die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stärken wollen. Wir haben da in Leipzig schon gute Prozesse am Laufen, aber ja, wir entwickeln uns da ja auch permanent weiter und auch unsere Stadt ist gewachsen und Jugendliche brauchen heute eine andere Ansprache als noch vor 10 oder 20 Jahren. Und da ist es mir wichtig, Kinder und Jugendliche mitzunehmen. Das sind die Erwachsenen von morgen. Das ist das eine. Und der andere Schwerpunkt, denke ich, auch beim Thema politische Bildung und auch Beteiligung ist, dass wir Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt einladen, mit uns zu sprechen, die wir sonst nicht erreichen, über die Programme oder über die Projekte, die wir so haben. Das ist mir sehr wichtig. Nun dreht sich unser Gespräch ja heute um das Thema Bürgerrat. Welches Potenzial haben denn aus Ihrer Sicht die Bürgerräte für die Stadt? Und wie können oder was können die Beteiligten eines Bürgerrates lernen? Wie kann die Bürgerschaft von so einem Instrument profitieren? Also ich finde es ausgesprochen schön, dass wir das in Leipzig auch anwenden wollen im Rahmen des Freiheits- und Einheitsdenkmals. Es gab ja in Deutschland schon einige Erfahrungen mit dem Thema Bürgerräte, sowohl auf Bundesebene als auch kommunal. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Tool, eine sehr schöne Möglichkeit, um das Portfolio an Bürgerbeteiligung erweitern zu können. Der große Vorteil ist ja, dass wir so eine Zufallsauswahl treffen und trotzdem aber versuchen, ne, so eine Gleichverteilung herzustellen. Das ist für mich ein Schritt dahin, dass man Menschen auch anspricht, die sich sonst vielleicht gar nicht entscheiden würden, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch in dem Prozess sehr viel stattfindet für die Bürgerinnen und Bürger, dass man da auch so ein bisschen reingeholt wird, ne, in demokratische Prozesse, an denen man sonst nicht teilhaben würde. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Wo viel Licht ist, da ist ja vielleicht auch Schatten. Und welches sind da die Hürden und wo sind die Grenzen? Also ich kann mir vorstellen, auch aus meiner beruflichen Erfahrung, die ich so mitbringe, dass Bürgerräte was sind, wo man vor allem, wenn man auf so ein Ziel hinarbeitet, mit Bürgerinnen und Bürgern mal so ausloten kann, in welche Richtung es gehen soll.
Ich denke da gerade an den Bürgerrat für Bildung und Lernen, der gerade läuft. Der ist auch für meinen Bereich sehr wichtig. Und da sind gerade schon so Schülerwerkstätten gelaufen und da kriegt man wunderbare Impulse für die Zukunft der Bildung von den Schülerinnen und Schülern selbst. Also da reden nicht nur Erwachsene über Kinder und Jugendliche, sondern Kinder und Jugendliche reden selbst mit. Und das finde ich in solchen Prozessen sehr wertvoll, wenn man mal so auch das Ohr an die Masse halten will, sage ich mal. Ne? Wenn man rausfinden will, wo vielleicht auch Probleme bestehen oder wo die Menschen Konflikte sehen. Das kann man damit schon zu einem frühen Zeitpunkt herausfinden und nutzbar machen für die eigenen Entscheidungen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man so versucht, so eine Stimmung abzuholen von Bürgerinnen und Bürgern und ganz konkrete Vorschläge. Sie sind ja die Demokratiebürgermeisterin der Stadt Leipzig. Können Sie aus Ihrem Ressort heraus Bürgerräte anschieben oder ist es vielmehr Aufgabe Ihres Referates, das Wissen um Demokratieinstrumente wie den Bürgerrat zu stärken und eben dann konkrete Projekte zu stützen und zu begleiten? Ich denke, das ist beides. Ne? Wir haben ja verschiedene Tools zur Verfügung, wie man versuchen kann, die Menschen in der Stadt mitzunehmen. Da ist der Bürgerrat eins davon. Ich bin nicht die Einzige im Rathaus, die in ihrem Ressort das Thema Demokratie auch vorantreibt. Ne? Wir haben ja formal auch Bürgerinnen und Bürger im Stadtrat, ne, die sich da entscheiden, Stadträtinnen und Stadträte zu sein. Die sind da ehrenamtlich unterwegs. Wir haben die Ortschaftsräte, wir haben die Stadtbezirksbeiräte, wir haben ja dort schon ein hohes Engagement. Und das spielt ja auch eine große Rolle in unserer täglichen Arbeit, dort ins Gespräch zu gehen mit Bürgerinnen und Bürgern auch vor Ort. Ich bin auch Patenbürgermeisterin für zwei Ortschaftsräte und für einen Stadtbezirksbeirat. Ich bin im Jugendhilfeausschuss, dort gibt es auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Wir haben das Jugendparlament, wir haben ja sehr viele Möglichkeiten auch innerhalb der Verwaltung, da bin ich nicht die Einzige. Um nochmal auf den Bürgerrat zurückzukommen, die sind ja mit großen Hoffnungen verbunden, aber in der Stadtverwaltung gibt es jetzt wahrscheinlich noch keine Routinen für diese Räte. Wie blickt denn die Verwaltung auf diese Bürgerräte? Muss sie wie die Bürgerschaft den Umgang mit Bürgerräten lernen? Ich kann mir vorstellen, wenn man mit einem Bürgerrat beginnt, hier in der Kommune, dass es da einer guten Kommunikationsarbeit braucht, worum es da geht, wie die Menschen ausgewählt werden und wie man dann am Ende auch mit den Ergebnissen umgeht. Ne? Man bindet ja Menschen ein, versucht mit denen gemeinsam in einem strukturierten Prozess zu einer Zielfindung zu kommen und dann steht am Ende ein Ergebnis und da muss, glaube ich, relativ klar sein, was man damit tut. Ich denke, dass das wichtig ist und dass das auch unser Job ist, wenn wir Bürgerräte anschließen, genau das sicherzustellen. Von den Bürgerräten, sehr geehrte Frau Feldhaus, hört man inzwischen immer öfter. Oft genug aus Ihrer Sicht als Demokratiebürgermeisterin oder würden Sie gerne noch viel öfter von Bürgerräten hören und wenn ja, in welchem Zusammenhang? Also ich kann mir gut vorstellen, dass man die Möglichkeit, Bürgerräte durchzuführen, einzuberufen, deutlich häufiger nutzt. Weil man eben genau das tut, was man sonst vielleicht ein bisschen vermisst. Ne? Dass man mit Menschen ins Gespräch kommt, mit denen man zu bestimmten Themen sonst nicht ins Gespräch kommt. Ich hatte vorhin schon das Beispiel des Bürgerrates für Bildung und Lernen aufgeführt. Da passiert ja genau das. Ne? Ich frage nicht, die ich sonst immer frage. Ne? Ich frage nicht nur das Expertenwissen ab, sondern ich frage die Experten in eigener Sache. Das ist der große Vorteil an den Bürgerräten und dass ich auch keine Vorauswahl treffe, sondern dass ich eben per Zufallsprinzip Menschen einlade, mit uns zu sprechen über ein Thema und die das frei entscheiden können. Das finde ich ist ein großer Vorteil und ich finde, das sollte man noch viel häufiger nutzen. Mhm. Und ich kann mir den Einsatz auch in verschiedenen Bereichen vorstellen. Also auch nicht nur in meinem Bereich, ne, wo es viel um Bildung geht und Kita und Schule, sondern auch allgemein im Bereich Demokratie. Wir haben ja auch ja, verschiedene Debatten gerade am Start zur Zukunft der Demokratie. Der Bürgerrat für Demokratie auf Bundesebene hat sich das ja auch gewünscht, ne, dass es mehr Mitwirkungsmöglichkeiten für Bürger gibt, neben den Parlamenten. Und da kann ich mir vorstellen, dass der Bürgerrat ein gutes Instrument sein kann. Und hätten Sie eine Idee für den nächsten Bürgerrat? Also es gab den Bürgerrat für Demokratie schon auf Bundesebene, aber ich kann mir das auch gut für unsere Stadt vorstellen. Aber ich kann mir auch für meinen Bereich vorstellen, dass wir für Kinder und Jugendliche so ein vielleicht auch in so einem werkstattähnlichen Format was anschieben. Jetzt habe ich Sie ganz viel gefragt, aber vielleicht haben Sie auch Ihre eigenen Gedanken und Ideen, wo Sie sagen, das muss aber noch gesagt werden. Was wäre das denn? Ach,
Ich wünsche mir einfach, dass wir im guten und vielleicht noch besseren Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt herstellen. Und ich hatte am Anfang auch gesagt, sie hat mich gefragt, ne, was denn so mir wichtig ist, gerade auch wenn ich für das Thema Demokratie mitsprechen darf. Mir ist es wichtig, dass wir Menschen erreichen, die wir sonst kaum erreichen. Und das ist ein Thema, dem müssen wir uns stellen als Stadt, als Menschen dieser Stadt, aber eben auch vor allem als Verantwortliche. Und das wünsche ich mir sehr, dass wir da gut vorankommen. Sehr geehrte Frau Feldhaus, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und noch einen schönen Abend. Sehr gerne, das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Ebenfalls willkommen heiße ich Sabine Heimann. Auf Ihrer Webseite schreiben Sie, nur mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam kann man in Leipzig etwas bewegen. Und sie weiß, wovon sie spricht. Die CDU-Politikerin, Jahrgang 64, arbeitet seit Jahren als Abgeordnete im Stadtrat, eine ehrenamtliche Tätigkeit übrigens, und gilt als äußerst engagiert. In Leipzig geboren, treibt die studierte Ökonomin seit Jahren ein Thema um, nämlich die Bürgerbeteiligung. Sehr geehrte Frau Dr. Heimann, was können Bürgerräte, was Stadträte nicht können? Und wann sind aus Ihrer Sicht Bürgerräte sinnvoll? Danke für diese Frage, denn wir als Stadträte sind häufig unterwegs, dass wir sagen, wir sind gewählt vom Volk und wir haben damit eine Mehrheit hinter uns und können entscheiden. Wir haben aber häufig den verstellten Blick. Wir müssen ja immer wieder schauen, können wir uns das leisten? Gebieten verschiedene Regularien uns ein gewisses Handeln, und das war schon immer so. Deswegen machen wir das immer so. Und ein Bürgerrat hat die Chance, mit einem, wie man so schön sagt, unverstellten Blick auf ein Problem zu schauen und darin vielleicht gar nicht mehr so das Problem zu sehen, sondern auch vielleicht schon die Lösung drin zu finden. Und muss keine Ressentiments einhalten, muss nicht über Mehrheiten nachdenken, sondern kann an der Sache arbeiten und vielleicht auf diese Weise zu ganz anderen Vorschlägen kommen. Sie sind Stadträtin, Sie müssen sich in Ihrer Arbeit und in Ihren Überzeugungen permanent beweisen, schon alleine um als Stadträtin gewählt zu werden, um für die Stadt tätig sein zu dürfen. Jetzt kommen die Bürgerräte, die da relativ wenig für gemacht haben. Sind sie dennoch sinnvolle und legitime Instrumente oder bergen diese Räte mit diesen zufallsgenerierten Teilnehmern auch Gefahren? Ich finde es schade, wenn man zuerst von den Gefahren her denkt. Es ist wichtig, dass man von vornherein aufklärt, was bewirkt wer. Wenn dem Bürgerrat von vornherein gesagt wird, das, was ihr erarbeitet an dieser Stelle, das ist Grundlage einer Beratung für den Stadtrat. Der hat noch einmal wirklich verschiedene andere Aspekte zu bewerten, eben, dass man neben der Brücke, die man gerne vielleicht bauen möchte, und deren Gestaltung und Dimensionierung vielleicht der Bürgerrat zu beurteilen hatte, müssen wir gleichzeitig darüber nachdenken, kann man gleichzeitig da auch noch die Umweltsituation verbessern? Kann man dieses bezahlen? Gibt es Fördermittelbedingungen, die andere Rahmenbedingungen noch setzen, die man vielleicht in dem Zeitpunkt, als man den Bürgerrat einberufen hatte, so noch nicht abschätzen konnte? Sprich, man muss transparent gestalten, warum man einen Rat des Bürgerrates oder eine vorbereitete Entscheidung des Bürgerrats angenommen hat und warum auch nicht. Und wenn natürlich ist dann die Gefahr, wenn man es nicht angenommen hat, dass man den Bürgerrat scheinbar brüskiert und er sich nicht ernst genommen fühlt. Das kann nur dann passieren, wenn man es nicht nachvollziehbar beschrieben ist, warum man dann doch am Ende zu einer anderen Entscheidung vielleicht kommt. Bei Bürgerräten bedarf es der Moderation und der Experten, um die Teilnehmer erstmal zu Entscheidungen zu befähigen. Und das kostet genauso wie Catering oder die Freistellung für eine Beteiligung. Genau. Wie schlägt sich das denn im Stadthaushalt nieder? Und sind diese Ausgaben gerechtfertigt? Das muss man sicherlich genau abwägen, wann man es einsetzt. Also wenn man sieht, wir haben es jetzt gerade bei verschiedenen wir haben es manchmal bei verschiedenen Verkehrsplanungen, die sehr komplex sind und teilweise bis zu 15 Jahren dauern, bis man wirklich ins Bauen oder in die Umsetzung kommt.
Und dabei können sich viele Parameter ändern und dabei können auch wieder neue Ideen aufploppen. Wenn man so einen Prozess unstrittiger oder klarer, strukturiert durchführen will, dann ist natürlich in einem Bürgerrat eine Chance, dass man schon vorher abfangen kann, dass man vorher schon erfährt, was für den Bürger nicht nachvollziehbar ist, was er dann beklagt und deswegen ein Verfahren aufhalten kann. Und ein aufgehaltenes Bauverfahren hat auch seinen Preis. Und wenn man das gegeneinander abwägt und Erfolgsgeschichten organisiert, die dann auch beweisen, man konnte durch so einen Bürgerrat vorher Diskrepanzen klären, Verfahren auch ein bisschen geschmeidiger gestalten, dann kann man dazu nicht vielleicht sofort Geld einsparen, aber mindestens macht sich dieses dahingehend bezahlt, dass dann ein Baugeschehen dann klarer strukturiert ablaufen kann. Welchen Charakter haben dann die Bürgerratsentscheidungen? Müssen sie vollumfänglich umgesetzt werden? Nee, also meine Beurteilung dazu ist, und auch mit Blick, wie auch Bürgerräte eingesetzt werden und eingesetzt wurden schon mal, wir haben ja schon solche Losverfahren auch schon mal durchgeführt in Leipzig, dann waren sie immer Grundlage als gewissermaßen als Ratgeber. Und ein Ratgeber hat nie den Anspruch, kann nie den Anspruch haben, dass der beraten wird, dass er auch diesen Rat vollends annimmt. Das ist in jedem Leben so und das ist auch für einen Bürgerrat so, dass er eben der Ratgeber ist und im besten Falle werden Dinge umgesetzt, vielleicht auch vollumfänglich, aber nicht in jedem Fall. Da gibt es gegenseitig keinen Anspruch. Mhm. Sind aus Ihrer Sicht Bürgerräte ein geeignetes Instrument im Lokalen oder eignen die sich eher für größere Prozesse? Ja, das ist sehr schwer. Ich bin eher der Meinung, dass sie sich eher für lokale Dinge eignen. Weil man muss sich ja, Sie sagt es vorhin ja schon, so ein Prozess muss moderiert und erklärt werden. Man muss den Kasus erklären, um der beraten werden soll, zu dem man eine Entscheidung finden soll. Und für einen Themenkreis, dem man zugelost wird gewissermaßen als Bürger, der für einen vielleicht gänzlich auch neu ist, wenn der noch globaler ist, ist er noch schwerer zu erfassen. Da braucht man vielleicht noch viel mehr fachliche Expertise als das Wissen, was man als alltäglicher Bürger und Bürgerin gewissermaßen mitbringt. Das heißt, je lokaler, umso besser, je besser vorstellbar über das eigene Erleben, denke ich, kann man auch besser und auch erfolgreicher Rat geben und kann auch gewissermaßen damit auch mehr Akzeptanz auch organisieren für politische Entscheidungen. Und man kann am Ende auch besser verstehen, wenn ein Rat angenommen wird oder nicht angenommen wird, weil man dann auch die Umsetzung auch lokal miterleben kann. Also erwarten Sie, dass Instrumente wie Bürgerräte die Bürger und die Stadt wieder näher bringen? Ja, da habe ich wirklich eine gewisse Hoffnung, denn wir sprechen dann dauernd über Politikverdrossenheit nach dem Motto, was machen die da oben? Und tatsächlich ist das schon eine Chance, dass wenn man mal als so ein Bürgerrat gelost wird und das miterlebt, wir haben das zum Beispiel erlebt für ein großes Baugebiet, als es neu strukturiert werden musste, wie kann es gestaltet werden? Dass einige von denen, die ich dann später noch mal wieder erlebt habe, gesagt haben, das war schon mal ganz erstaunlich zu erleben, was muss man denn alles beachten, wenn man so eine Entscheidung finden will zu einer Stadtgestaltung und dergleichen. Dass so zu verstehen, wie komplex solche Prozesse sind, dass man dabei auch Irrungen und Wirrungen unterlegen ist, dass man auch Prämissen unterlegen ist, die man als Stadtrat, als Stadtverwaltung gar nicht selbst in der Hand hat. Dieses so eine Stärkung und ein Verständnis für die Arbeitsprozesse, die Entscheidungsprozesse erstens und zweitens auch ein Lernen, dass eben auch so ein Rat, den man als Bürgerrat eben erarbeitet hat, dass der auch von anderen dann auch diskutiert wird. Das ist ja nicht nur der Stadtrat, der dann diskutieren wird, sondern das wird ja auch die Öffentlichkeit auch wahrnehmen. Und da wird sicherlich auch darauf reagiert werden, was hat der Bürgerrat da diskutiert? Ist denn das meine Idee da und dergleichen? Und da muss man sich dann auch diesen Dingen aussetzen. Und ich denke mal, dass mehr verstanden wird, vielleicht auch eine gewisse Achtung dann vielleicht auch daraus resultieren könnte, gegenseitige Achtung für die Entscheidungsleistung, die man da mitbringen muss.
Sie sind jetzt auch Chefin vom Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau und Sie leiten den Arbeitskreis Bauen, Umwelt, Wirtschaft und Finanzen. Das sind ja äußerst konfliktträchtige Themenfelder in einer Stadt wie Leipzig. Zu welchem Thema wünschen Sie sich denn einen Bürgerrat? Ein aktuelles Thema haben wir, und zwar, wie entwickeln wir weiter die Leipziger Gewässer? Denn das ist ein Thema, da stehen wir so zwischen Baum und Burge. Ist es etwas, was so, wie man so im Denglichen sagt, nice to have oder ist es need to have? Muss das dann hinten anstehen oder sagt man, gerade jetzt, wir haben das Thema Klimawandel, Klimaanpassung, wir haben Überhitzung, wir haben das Thema, wie geht man um mit zu viel Wasser, zu wenig Wasser. Wir sind da wirklich in einem Diskurs, können wir uns das leisten, müssen wir uns das leisten? Ich glaube, uns könnte es schon mal helfen, wenn man das aus der Interessierten, aber nicht so in dem alltäglichen politischen Hin und Her befassten Bürgerschaft mal beraten würde. Ist das ein Schwerpunkt oder muss der einfach jetzt mal längere Zeit liegen bleiben? Also eine Facette ist es, dass man es organisiert und dass es vielleicht man schaffen könnte, dass man das Thema Bürgerrat nicht immer nur so eine punktuelle Geschichte ist. Dass man es vielleicht schafft, dass man so den Sprung vom Bürgerrat zum aktiv in Stadtverwaltung oder Stadtrat mitwirkenden. Es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, wo man mitwirken kann, sei es im Stadtbezirksbeirat, Stadtrat, Ortschaftsrat oder in verschiedenen anderen, also in zahlreichen anderen begleitenden Gremien, die es in der Stadt gibt. Dass man vielleicht, wenn man so einen Bürgerrat immer wieder mal einberuft, dass man dann auch gleichzeitig die Chance nutzt, zu zeigen, wenn Sie jetzt gerade Appetit gewonnen haben oder Luft geschnuppert haben, was bedeutet, so ein Thema zu durchzustrukturieren, dass man gleichzeitig auch anbietet, wie man so eine Arbeit für einen jeweils persönlich verstetigen kann. Ich danke für das Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Und wünsche noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank für das Interesse. Ich freue mich sehr, heute hier Gesine Oltmanns begrüßen zu dürfen. Wenn man das Leben von Frau Oltmanns zusammenfassen kann oder unter einen Begriff setzen kann, ich glaube, dann kann man bewegt drüber schreiben. Ja. 65 geboren im Erzgebirge, ist jedoch rechtzeitig nach Leipzig gekommen, und zwar schon im zarten Alter von 18 Jahren, und hat dann dort gearbeitet. Leider nicht studiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hätten Sie, glaube ich, sehr gerne. Hat in einem Musikverlag gearbeitet und hat sich dann in die Bürgerrechtsbewegung eingefunden und dort viel bewegt, würde ich sagen. Also Sie haben, wenn mich nicht alles täuscht, den Arbeitskreis Gerechtigkeit ins Leben gerufen, mitbegründet und die Initiativgruppe Leben. Und waren auch für 10 Tage in Stasi-Untersuchungshaft. Also da ist ganz schön was passiert. Und einige der Zuschauer kennen Sie vielleicht von einem Bild, was sehr berühmt ist, beziehungsweise was immer im Zusammenhang mit der Wende zirkuliert. Da entrollen Sie einen Plakat zusammen mit einer anderen jungen Frau. Und da steht drauf: für ein offenes Land und freie Bürger. Und so geht das dann weiter nach der Wende. Arbeiten Sie erst Stasi-Unterlagen mit auf, studieren Jura, bekommen Kinder und jetzt sind Sie seit 2009 in der Stiftung Friedliche Revolution tätig, erst im Kuratorium, dann im Vorstand, und in dieser Funktion sind Sie heute hier. Und diese Stiftung hat ja eine ganz besondere Aufgabe bekommen. Die muss einen Prozess wieder Leben einhauchen, der schon viele Tiefen in Leipzig erlebt hat, nämlich das Freiheits- und Einheitsdenkmal nach vorn zu bewegen, beziehungsweise überhaupt in die Wirklichkeit umzusetzen. Und da haben Sie eine ganz besondere Idee gehabt. Sie setzen auf einen Bürgerrat. Und da würde ich Sie gerne fragen wollen, warum? Weshalb haben Sie sich für dieses Instrument entschieden? Warum den Bürgerrat? Ja, wir sind als Stiftung 2017 gefragt worden, beziehungsweise gebeten worden, Ideen zu sammeln, wie man in einem neuen Prozess, also einen neuen Anlauf für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal hier in Leipzig, besonders die Bürger mit einbinden kann, wie man einen
einen Prozess beteiligend gestalten kann. Wir haben uns überlegt, dass wir ein sehr offenes Verfahren dafür favorisieren, dass wir halt wirklich also ergebnisoffen diesen ganzen Prozess anstoßen wollen, der sich dann entwickelt. Und da ging es in die Richtung, dass wir zwei wichtige Dinge klären sollten auf dem Weg dahin. Das eine ist das Wettbewerbsverfahren, also in welcher Form soll der Wettbewerb für ein Denkmal ausgeschrieben werden, wer soll daran beteiligt werden, etc. Und das andere war der Weg hin, einen Standort zu finden für das Denkmal, ob es dann eine Lichtinstallation sein kann oder ob es vielleicht nur ein virtuelles Denkmal ist oder ob wir es wirklich an einem Ort errichten, damit wir auch eine bestimmte Haptik haben. Das sollte halt ganz offen behandelt werden. Und wir haben ganz schnell gespürt, dass es hier in Leipzig immer noch ein ganz heikles Thema ist, weil der Schaden, der damals durch diesen Abbruch des Verfahrens auch so kommunikativ mit der Stadt passiert ist, der ist eigentlich immer noch eine Wunde, die schwer zu heilen ist. Und wir haben jetzt nicht gesagt, wir wollen das erste Verfahren weiterführen, sondern wir wollen neu beginnen. Diesen Bürgerrat das erste Mal in Leipzig für so ein Thema zu nutzen, fand ich halt super spannend. Ja. Vielleicht können Sie kurz erläutern, welches konkret die Aufgaben sind von dem Bürgerrat und wie der aufgebaut wird. Oder ist? Ist ja bald soweit. Der Bürgerrat ist ja ein vorschlagendes Gremium. Das war uns sehr wichtig und das war auch das, was wir in die Stadt hinein vermittelt haben, damit der auch eine breite Akzeptanz findet. Also, dass die Stadträtinnen und Stadträte sie ihn nicht als Konkurrenz empfinden, dass die Verwaltung nicht sagt, na, was sollen wir mit so einem Votum anfangen, sondern der Bürgerrat schlägt der Ratsversammlung von Leipzig einen Standort vor. Das ist so das Ziel, was wir jetzt für den Bürgerrat Ende Januar gesetzt haben. Der wird aus einberufen aus 1000 Bürgerinnen und Bürgern, die angeschrieben worden sind, werden 40 eingeladen oder als Mitglieder des Bürgerrates berufen. Und diese 40 Mitglieder, die werden 3 Tage lang darüber beraten, welcher Standort hier für den Rat ein Vorschlag wäre. Und geben Sie diesen 40 Bürgern Ideen vor, Experten an die Hand? Gibt es jemanden, der diese Leute begleitet in ihren Entscheidungen? Wir als Stiftung sind in die Vorbereitung einbezogen. Und zwar, das haben wir seit letzten Samstag 5 Vorschläge eines Expertengremiums. Das haben wir einberufen auch aus Bürgerinnen und Bürgern hier in Leipzig, die einen ganz verschiedenen Bezug haben. Der eine ist Künstler, der andere ist eine Autorin, der dritte ist Historiker gewesen. Also 10 Personen in etwa, die darüber beraten haben, welche Vorschläge dem Bürgerrat gemacht werden, damit diese dann verdichtet werden zu einem Vorschlag. Und diese Durchführung des Bürgerrates selbst, die haben wir in professionelle Hände gelegt, weil wir denken, dass wir als Stiftung uns da auch tunlichst raushalten sollten. Das soll ein offener Prozess sein und deshalb ist es auch fair, eine Agentur von außen zu beauftragen, das Ganze umzusetzen, einzuladen, die Diskussion durchzuführen und dann letztendlich ein Bürgergutachten, was aus den ganzen Erfahrungen des Bürgerrates gemacht wird, an die Stadt zu übergeben. Und die Bürger in diesem Bürgerrat, ich muss nochmal nachfragen, müssen die in Leipzig geboren sein oder einfach nur hier wohnen? Wie wird das sein? Wir haben uns überlegt, dass wir wirklich aus der Breite der Bürger auswählen wollen und sind da auf den Gedanken gekommen, dass wir Leute mit Bezug zur friedlichen Revolution auswählen wollen, genauso wie Leute, die vielleicht aus der Erlebnisgeneration stammen, aber ganz junge auch dabei haben, sodass wir diese Aufteilung in 3 Personengruppen gesetzt haben. Einmal die unter 30-Jährigen, die praktisch noch gar keinen direkten Bezug zur friedlichen Revolution haben. Dann die dritte Generation Ost praktisch, die also 89 sehr jung war
und hineingewachsen ist in die deutsche Einheit und dann die Erlebnisgeneration über 50. Mhm. Und die werden jetzt 3 Tage zusammen am Bildschirm wahrscheinlich miteinander reden? Ja, leider nun haben auch wir uns überlegt, dass es wohl die beste Variante wäre, unter der gegenwärtigen Situation das digital durchzuführen. Die Agentur hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben bundesweite Bürgerräte auch digital durchgeführt. Von daher war es eine Ermutigung, dass sie da Erfahrungen damit haben. Die werden Sie am Freitagabend kennenlernen und Ihre ersten Eindrücke austauschen. Die gehen am Samstagvormittag dann zu den Standortvorschlägen, die der Expertenrat Standort gemacht hat. Sozusagen ein kleiner Stadtrundgang. Und dann finden Sie sich wieder vor dem Bildschirm zusammen und diskutieren 2 Tage lang oder 1,5 Tage sind dann noch übrig zu den Vorschlägen. Und dann wird abgestimmt. Mhm. Und es gibt eine Liste und ein Standort wird der Sieger sein, hoffentlich. Mhm. Und das andere ist dann die Rankingliste, die möglicherweise auch noch dazu geholt werden muss. Mhm. Was denken Sie, wird dieser Bürgerrat der Stadt zu einem neuen Denkmal verhelfen oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, vielleicht für ein bisschen mehr Demokratie in der Stadt, für ein bisschen mehr Verständnis in der Stadt? Also ich hoffe, dass es so ein Impuls ist, auch dieses Format Bürgerrat vielleicht in anderen Richtungen noch weiter zu nutzen, weil ich es sehr spannend finde, so direkt vorschlagend als Bürgerinnen und Bürger beteiligt zu sein. Jetzt habe ich Sie sehr viel gefragt, aber vielleicht möchten Sie ja auch was sagen. Vielleicht haben Sie eine Idee, die Sie gerne noch mit vortragen möchten. Also ich habe einen Wunsch natürlich an die Leipzigerinnen und Leipziger, aber eben auch die Leute, die überregional oder bundesweit mit beteiligt werden soll. Es ist ein Denkmal mit nationaler Ausstrahlung, mit europäischer Ausstrahlung. Das ist uns als Stiftung sehr, sehr wichtig, dass wir es wirklich auch verbunden sehen mit den Freiheitsbewegungen in Mittelosteuropa 89, 90. Und es wäre total schön, wenn das Interesse dafür da wäre, wenn man es als eine Chance sehen würde, auch sich über viel mehr zu unterhalten, nämlich über Demokratie, Beteiligung, über Dialogisches, was eine Gesellschaft so dringend nötig hat. Mhm. Na, vielen Dank, Frau Ultmanns. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich auch. Und zum Ende nochmal. Der besagte Bürgerrat zum Einheits- und Freiheitsdenkmal wird vom 28. bis 30. Januar in Leipzig stattfinden, aufgrund der Pandemie online. Die Ergebnisse des Bürgerrats werden aber live in Leipzig veröffentlicht, und zwar am 10.02. in der LVZ-Kuppel. Näheres zu diesem Event und den Ergebnissen des Bürgerrats finden Sie auf der Internetseite www.freiheitsdenkmal-leipzig.de. Die Bürgerrechtakademie und aktuelle und vergangene Veranstaltungen finden Sie im Internet unter www.bürgerrecht-akademie.de. Im Zuge der Pandemie haben wir auch einen Podcast entwickelt, um Sie über aktuelle Themen zum Grundgesetz auf dem Laufenden zu halten. 2 Podcasts sind zum Thema Bürgerräte. Dort hören Sie, zu welchen Themen Bürgerräte erfolgreich waren und wie sie in anderen Ländern funktionieren. Hören Sie doch einfach mal rein unter www.bürgerrecht-akademie.de/podcast. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei der Bürgerrechtakademie.